Ich grüße euch total recht herzlich. Heute ist Muttertag. Heute ist der 8. Hammer, ne? Der 8.5.2021 im Corona-Jahr. Ja, gedenken wir aller Mütter. Ich muss meiner Mutter auch gedenken, denn sie existiert nicht mehr. Gut, durch den Spaß mit ihrem Mann, genannt mein Vater, bin ich halt auf dieser Welt unterwegs. Auch du. Und wir alle gehen irgendjemanden auf den Keks. Es ist halt so. Ich habe ja meine, ich grüße euch total recht herzlich, die dieses Video mal wieder belächeln, weil sie es nicht verstanden oder weil sie mich persönlich nicht mögen, aus welchem Grund auch immer. So, Sophia Scholz wäre sicherlich auch eine Mutter, die, also die weiße Rose, ihr wisst das, die halt durch das Nazitum hingerichtet, weil sie aus Versehen Pamphlete umgestülpt und die dann verteilt. Sie ist dann festgenommen worden mit ihren und dann ist die weiße Rose aufgeflogen. So war das. So, der 8. Mai 2000, nein, der 8. Mai 1945. Die Amerikaner haben uns gezwungen, die Waffen niederzulegen. Nicht uns, aber unseren Vätern und Großvätern. Nein, auch nicht. Sondern der Obrigkeit. Die, die das Sagen haben. So wie jetzt Corona. Corona ist eine Waffe, ja, und kein Virus. Könnt ihr jetzt denken, wie ihr wollt. Genau hinhören. Es gibt Viren seit 475 vor Christus, auch diesen Corona genannt. Es gibt also Viren, die wir die Pest verdanken und so weiter und so fort. Wir können uns aber auch gewissen Laborunfällen auch bedanken, dass wir Krebs haben und so weiter und so fort. Ja, also ergo, ein Virus ist dazu da, um da zu sein und wir als Menschen haben in uns Abwehrmechanismen, die gegen diese Viren arbeiten. Ja, der Virus wird aufgearbeitet durch das eigentliche menschliche Eigenverfahren in ihm selbst. Aber egal. So, wichtig ist, dass wir einer neuartigen Clownerie unterlegen. Wir hören gewissen Leuten zu. Jetzt sind wir etwas empfindlicher, wenn Menschen sterben. Es sind wieder Menschen gestorben, die im Fernsehen moderieren mit 47 Jahren. Es ist dem Fernsehen ja irgendwie aufgefallen, es, der Willi, auch verstorben mit 45. Und Musiker und. Es sind viele verstorben. Ja? Bei uns sind auch viele verstorben in dem Bereich der Musik. Ist halt so. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Alle Motorradfans wissen, wen ich meine. Und nicht nur einer. So, es sind auch andere, die halt Drummer waren, Gitarrist, Pianist und so weiter. Die also auch verstorben an gewissen Krankheiten. Sehr früh halt. So, die meisten von uns schaffen es gar nicht mehr bis zur Rente. Und die, die bis zur Rente schaffen, okay, könnte sein, dass sie dann unter Corona-Verimpfungen dahin scheiden. Kann alles sein. So, ich habe das beobachtet aus dem Jahre 2020, somit 14 Monate. 14 Monate habe ich dieses Corona gesucht. Ich war live in der Intensiven. Ich war in der Herz. Ich habe mich untersuchen lassen. Hammer Untersuchung, ein Fehler. Und ich könnte das nicht mehr. Okay, für die, die mich sowieso nicht mögen, ist klar. Na, also die, die mich nicht mögen, die freuen sich ja, wenn das nicht mehr ist. So, ja. Aber um die geht es ja nicht. Es geht ja um die, die an sich normal sind. Es geht ja um die, die denken. Es geht auch um die, die nachdenken und selbst festgestellt haben. Sie haben selbst festgestellt, hier stimmt was nicht. Es stimmt was nicht. So, auf der einen Seite explodiert es, indem manche mehr Geld haben wollen. Ja? Auf der Seite wird immer mehr die Schraube zugedreht. Man hat kaum noch Möglichkeit, das Geld irgendwie loszuwerden. Kein dummes Zeug, okay?
Ich rede vom Originalfluss, nicht von dem Fluss der Gier und der Dummheit. Ja, die Gier und Dummheit, die ist ja Nanosekunden, aber die Wahrheit wisst ihr ja. Ne? Man hat etwas, man gibt etwas. Der, der gibt, gibt auf eine Art zurück oder gewährt etwas. Aber die Wahrheit will ja keiner und das Normale will ja auch keiner. So, Fakt ist, egal wer da in die Kamera reinspringt, dieser Herception, ja, der jetzt Berlin verlässt, weil er die Nase voll hat, oder der eine Arzt, der ganz große Sachen da gemacht hat, der auch verschwunden ist, der jetzt in Afrika lebt. Man hört nichts mehr von ihm, man sieht nichts mehr von ihm. Ja? Also ist schon alles schwerst merkwürdig. Und dann, wie gesagt, die Lüge. Also der neue Faschismus. Der neue Faschismus ist an sich die Politik, nicht der Bürger. Ja? Die Bürger sind doch wie Bienen. Sie summen rum und machen ihre Dinger da. Oder wie Wespen stechen sich gegenseitig. Oder wie Schmeißfliegen. Ja? Aber natürlich, darauf möchte ich hinaus. Also der Bürger, der in einem Land lebt, ja, und wir haben 16 davon und wir sind jetzt befriedet worden am 8. Mai 1945 und da haben die Crowds gesagt, nein, falsch, die Amerikaner haben gesagt, ihr Crowds, ihr geht uns und so weiter, also macht es selbst. Das heißt also, wir sind Besiegte damals und mussten uns selbst verwalten. Schaut euch den Film an, 0815. 0815 mit Herrn Fuchsberger in der Hauptrolle und diverse andere gute Schauspieler, die uns gezeigt haben, was wirklich los war. So, jeder, der wirklich tatsächlich mal die Geschichte beobachtet hat, so, vor dem Kriege war doch schon längst alles verkauft. Es wurden Geschäfte gemacht. So, und wie der Krieg dann aus ist, ist wie jetzt. So, es sind Geschäfte, es sind Verbindungen, es sind mächtige Firmen. So. Wenn jetzt was ausbrechen würde, dann würde das zwar alles ausbrechen, aber die Klientel wäre immer noch geschützt, weil die, die angreifen, sind ja darin verworben. Also sie haben ihre Gelder darin. Also achten die darauf, dass da nichts passiert. So war das damals bei Krupp. Zum Beispiel Krupp, Thyssen, wie die alle geheißen haben. So, wenn nicht ein Durchgeknallter, irgendwo ist ja immer ein Durchgeknallter, so wie damals, der dann kurz, also 45, es war wirklich der Krieg zu Ende, hat er trotzdem noch die Bomben fallen lassen. Ja? Gut, Überschrift, Japan war ja noch drin. Ne? Japan hätte ja noch alles umreißen können. Daraufhin flogen ja dann da die Atombomben. Dann war da Ruhe. Nur 1956 ging in Korea es weiter. Nicht vergessen, nicht vergessen. So, wenn man das Ganze dann weiterspinnt, wenn die Dame, die da gefragt hat, hören Sie mal, und er dann sagt, ja, eine Mauer, nö, mir ist nicht bekannt. Kann ja sein, dass die Bauarbeiter ja was anderes machen sollen. Ne? Die Bauarbeiter sollten sicherlich was anderes machen, aber dann hat Ulbricht oder wie sein Name da gesagt, ey, warum nicht? Jungs, Mädels, baut eine Mauer. Bin da gerade auf was gestoßen, egal, immer so schlecht. Kann das sein? Kann doch sein, oder? So wie ich jetzt hier das Video mache, habe ich ja jetzt Leute bewogen, mich durch den Kakao zu ziehen. Versteht ihr, was ich meine? So, ob ich Applaus kriege für dieses Video, weiß ich nicht, denn ihr müsst dieses Video ja jetzt verstehen. Es geht ja erstens um Muttertag. Die Mütter wirklich tatsächlich mal zu ehren. Jegliche Mutter auf diesem Planeten zu ehren. Dankeschön, dass es euch gibt. Punkt. Zweitens, weil es dieses Datum ist, 8. Mai, und der 8. Mai hier in diesem halt ja an sich auch ein Feiertag wäre, zum Gedenken, dass eine Art Befreiung stattgefunden hat. Die Frage lautet nur, ist diese Besatzung wirklich tatsächlich gut gewesen für uns? War Herr Adenauer wirklich tatsächlich gut für uns? War denn die ganze Struktur gut für uns? Wir sind geimpft worden, 69, 70. Wir haben alles Mögliche hinter uns. Ja? Mit Hochdruckpistolen sind wir geimpft worden. Wir haben Schluckimpfungen bekommen mit Zucker und all solche Sachen. Also es war ja immer irgendetwas. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass nicht nur Muttertag, der 8. Mai, Tag der Befreiung, 75 Jahre. Wer jetzt 75 ist, kann
es auch nicht verstanden haben. Er hat zwar 75 Jahre daran teilgenommen, an diesem Aufschwung. Und wenn es ihm gut geht, sollte er mal richtig drüber nachdenken. Und wenn es ihm schlecht geht, sollte er auch mal drüber nachdenken, was ist überhaupt geschehen, was ist überhaupt passiert. So, Corona zeigt überdeutlich zum Beispiel das Verhalten von Banken. Ja, sie machen Kasse, 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 geben aber nichts. Und die Angestellten in der Bank sind ja an sich die Pharisäer, sind ja an sich die Faschisten. Ja, sie benehmen sich dem Kunden gegenüber wie ein Faschist. Ja, sie sind wirklich der Meinung, sie haben das große Sagen. Sie sind junge Leute, die weder irgendwie was Schlimmes erlebt haben, die weder einen Krieg gesehen haben, weder noch ihre Mutter ehren. Einige davon sehen so aus, sie benehmen sich auch. So, mir ist halt aufgefallen, dass Menschen in gewissen Positionen sich verändern. Dabei sind es nur Menschen und wenn diese Position zu Ende ist, sind sie weg. Punkt. So, was haben sie dann davon? Sie haben anderen Menschen deren Leben kaputt gemacht und haben es vielleicht gar nicht gemerkt oder ihre Überheblichkeit einem anderen gegenüber und diese Überheblichkeit einem anderen gegenüber dessen Leben wieder reduziert. Ja? Also, worauf möchte ich hinaus? Wenn ihr schon wirklich tatsächlich Mütter habt und ihr habt Mütter, dann gedenkt den Müttern aber wirklich, ja, und nicht floskelmäßig. Und wenn ihr wirklich tatsächlich Rebellen seid oder Aufklärer seid, wirklich und tatsächlich, dann gedenkt auch wirklich den 8. Mai. Ja? Was diese Damen und Herren bis dahin verloren haben. Wie? Wenn sie 100 gewesen wäre jetzt. Sophia Scholl. Zum Beispiel die weiße Rose. So die Bewegung. So die Bewegung jetzt Corona. Die Bewegung jetzt Querdenken. Was habt ihr denn überhaupt bis heute geschafft? Quer zu denken? Okay, mehr aber nicht. So, ich habe live hier aufgezeichnet eine Wahnsinnsdemonstration. Ich habe diese Demonstration dann gezeigt und schon wurde behauptet, das wäre Fremdmaterial. Wie geht denn das? Das habe ich auch jetzt hier aufgezeichnet. Ich bin wirklich tatsächlich und ich spreche in die Kamera. Wie kann das jetzt eine Fremdaufzeichnung sein? Wie geht das? Also worauf will ich hinaus? Ich will hinaus, dass wir wirklich mal zurückgehen sollten zum Ursprung. Nicht zum Urknall, sondern zum Ursprung. Wo komme ich her? Warum bin ich da? Und warum mache ich das? So, an alle Aufklärer. Ihr versucht uns aufzuklären. Finde ich nett. Ja? Aber es bringt ja nichts, so aufzuklären. Wir sind jetzt nach 75 Jahren, nach diesem sogenannten Tag der Befreiung, oder der Besetzung, wir sind besetzt, Punkt. So, die Besetzer haben uns ein schönes Leben diktiert und dieses Diktat haben wir angenommen. Elvis Presley, ach wie die alle geheißen haben, die Cinematic-Filmchen, ja, Jerry Lewis und so weiter. So, nachher sogar die Franzosen mit Le Fanny, ne? So, auch so ein Choleriker. So, wie gesagt, wir haben viele Stars und Sternchen gehabt, Sophia Loren aus dem Bereich Italien, Spanien und so weiter, was da so alles auf unsere Leinwände plötzlich waren. So, ich habe viele Sachen jetzt mal mir anders angesehen und ich habe mir den Angriff durch Corona, und das ist ein Angriff, es ist ein Angriff auf die Zivilisation, so wie sie ist. So, die einen reden ja vom Great Reset, Knopf drücken und dann pschu, sind 6,5 Milliarden Menschen weg. So, 500 Millionen sollen überleben. Dann zeigt man uns eine Gedenkstätte, wo drauf steht, was hier alles gemacht werden soll. Ich meine, die Person oder der Personenkreis oder dieser Satanistenkult, wieso, weshalb, warum, er, verstehe ich alles nicht. Also, wenn man klar denkend sachlich durchs Leben geht, ist es natürlich langweilig, ist richtig. Weil klar sachlich denkend durch das Leben gehen bedeutet, dass man feststellt, dass da nichts ist. So, und das kann man einfach nicht glauben. Ja, so.
da ist nichts. Da ist Sauerstoff etc. pp. Und du lebst durch, du weißt. So, wenn dir dann bewusst wird, dass du denkst, also bin ich, und wenn dir bewusst ist, dass du durch einen sogenannten Geschlechtsverkehr Mann-Frau zu dem geworden bist, wer du bist, ein Kind etc., ein Mensch. So, jeder, der geboren wird, ist auf eine Art friedlich, jeder, auf eine Art. So, und die Unzufriedenheit entsteht ja darin, dass wir in verschiedene Zyklen geboren, reich, nicht reich, ja, arm, nicht arm und so weiter und so fort. Ja? So, und dann Bildung, keine Bildung, Unbildung, Wissen, kein Wissen, ihr wisst, was ich meine. Darin werden wir geboren. So, und Wissen, wer viel Wissen ist gefährlich. Wer zu viel weiß, wird natürlich niedergemacht und der muss halt damit leben, mit dem Wissen. Wer wirklich tatsächlich im Wissen ist, der hat kein gutes Leben. So gut hat er es nicht. Schaut es doch euch an, die super Wissenden, wie krank sie waren. Der eine saß im Rollstuhl zum Beispiel und hat uns das Wissen vermittelt. Ja? So, Einstein hat nur einen Spruch gehabt, ja? Und den hat er auch verteidigt, mehr nicht. Aber die richtig Wissenden, die wirklich Ahnung haben, sind arm dran. Sie sind gebrechlich, sie sind alleine, aber verfügen über ein Wissen, das gigantisch ist. Und dieses Wissen ist ja auch manchmal erdrückend. Wer zu viel im Wissen ist, muss mit dem Wissen ja auch leben. So, und wenn du mit diesem Wissen lebst, kann das ganz schön mächtig werden und diese Macht drückt. So, wenn du dieses Wissen dann weitergibst, aus welchem Grund auch immer, bist du natürlich der Dumme. Das ist halt so. Was redet der da? Was sagt der denn da? Ist der bescheuert oder was? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Das Problem ist, und das Problem bleibt, die Wahrheit. Die Wahrheit ist nackt, bleibt nackt, will keiner sehen, weil diese Nacktheit einfach keine Schönheit. Wenn das eine wunderschöne, also wenn die Wahrheit ein wunderschönes Wesen wäre, ein leuchtendes Wesen, dann würden alle da, aber nein, diese Schummelei des leuchtenden Wesens, das schafft nur das Schattenreich. Denn das Schattenreich ist es ja, was euch alles vorgaukeln kann. Sogar die Angst vor dem Schatten kann euch suggeriert werden. Wie komme ich darauf? Ich komme jetzt darauf, weil wir heute alle Mütter dieser Welt zum Muttertag gratulieren. Und wenn man darüber nachdenkt, alle, die wirklich tatsächlich mal im Zenit waren, die uns irgendwie berührt haben oder wir in der Geschichte berührt wurden, wie auch dem Virus, gegenüber 475 vor Christus, sein Name Corona, dass dieser jetzt modifiziert wurde oder so und wir mit der neuen Technik hier leben. Ich weiß jetzt nicht, wer mich irgendwie... Ja doch, bin gegrüßt worden. Freie Medien. Hör auf, dich über Dinge zu beschweren, die nur du ändern kannst. Finde ich gut. Das passt zu meinem Beitrag. Hör auf, dich über Dinge zu beschweren, die nur du ändern kannst. Und das finde ich gut, dass ich jetzt diese Nachricht bekommen habe. Und zwar aus dem Bereich freie Medien. Ich gehöre zu den freien Medien. Das hier ist mein Berufsstatus. Und ich finde es hochgradig interessant, die Wahrheit kennengelernt zu haben, die Waffe Corona kennengelernt zu haben. Ja, wie kann ich jetzt hergehen, um es zu ändern? Natürlich nur für mich zuerst. Geht ja nicht anders. Ich muss also den Angriff Corona und den Angriff dieses neuartigen politischen Faschismus mir gegenüber natürlich abblocken. So, und wenn ich das geschafft habe, kann ich natürlich jemand sagen, du, ich habe so ein kleines Rezept, versuch das mal, dass auch du davon dich befreist. Erstmal den Gedanken freikriegen, also das Gehirn freikriegen, die Emotion daran nicht binden lassen, sondern normal werden. Gut, du kannst im Moment nicht frei, weil es langweilig ist. Du bist frei. Jeder von euch ist frei. Jeder kann hingehen, wo er will, nur passiert da nichts. Ja?
Du bist jetzt mitten in der Botanik und hast Hunger, kannst nirgendwo ein, kannst also nichts essen. Oder wenn doch, vor Ort, aber du hast ja nichts mit. Ja, im Sauerland zum Beispiel, in einem Restaurant sollst du Töpfe, Tassen mitbringen, dann kriegst du das Essen in Töpfe, Tassen, ja, und dann kannst du irgendwo hingehen da und es aus dem Topf essen und in der Tasse ist vielleicht die Suppe, was weiß ich. Ich finde es hochgradig interessant. Also wir sind wirklich jetzt im Mittelalter. Wir müssten an sich Rucksäcke haben mit irgendwelchen Utensilien, wo wir dann irgendwo einkehren und dann, wie gesagt, in Töpfe, Tassen und was weiß ich nicht alle, unser Essen. Und dann gehen wir wieder in die Botanik, wie damals im Mittelalter, und essen. Ja. Oder schießen uns selbst das Vieh und grillen uns das irgendwie. Bis die Jungs da kommen, ist das schon längst gegessen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, der Schritt ins Mittelalter. Wir sind mittendrin und keiner will es merken. Also, der Faschismus ist nur der Politiker. Der Politiker ist der Faschismus. Das sind die Leute. Und sich auf Great Reset vertrauen, in den großen Knopf, und dann angeblich zu den 500 Millionen Überlebenden zu zählen. Ja. Was ist, wenn ab 2022 die Menschen umkippen wie Fliegen? Dann bin ich ja gespannt. Ich meine, dann ist auch, dann kann man auch dieses Video vergessen, weil wer guckt denn dann noch? Ne? Weil jeder ja versucht, am Leben zu kleben. Und dann hat er keine Lust mehr hier mit der Elektronik irgendwie. Ich frage mich sowieso, wieso wurden 900 Satelliten nach oben geschossen, um ein neues Internet aufzubauen? Ja? Wer erlaubt mir jetzt hier eine Satellitenschüssel irgendwo dran zu machen, damit ich da teilnehmen kann? Ja, also noch mehr Blödsinn geht ja gar nicht. Ja? So, solange ich kein anderes Geräusch höre, so wie jetzt, aber ich habe viele aktuelle Nachrichten und ich zeige euch ja immer hin und wieder TikTok, so wie jetzt auch. Ich weiß es nicht. Ist für mich auch immer eine Überraschung. Ich drücke jetzt drauf. Nebenbei haben wir diese Fernsehshow gemacht, wo jetzt ganz Deutschland mich beschimpft oder so, aber unterm Strich. Interessanterweise nach Österreich, mit Blick in die Schweiz, die ja sogar irrsinnig. Ja, dann sag ich mal Dankeschön für deine IP-Adresse. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Oh, I'm sorry, baby, I don't need to be rude. Was empfehlen wir nicht? Wir empfehlen nicht die Nutzung von Desinfektionsmitteln im allgemeinen Alltagsleben, auch in dieser jetzigen. So, ihr könnt es ja halten wie ein Dachdecker. An alle Menschen, die ganz normal denken und sich ganz normal verhalten und durch Zufall dieses Video gesehen. Wie gesagt, das ist mein Beruf, sonst würde ich es gar nicht machen. Hobby, Beruf, Beruf, Hobby ist ein und dasselbe. Problem ist halt nur, wenn man ein gewisses Alter hat, muss man sich fragen, wie gehe ich mit dem Alter um? So, ab einem gewissen Alter sollte man sich nicht nur altersgerecht behandelt, gefühlt haben oder so. Nein, nein, es ist egal. Es ist nur ein Alter. Aber es ist klar, einer, der jetzt so alt ist, kann jetzt nicht hergehen und wie ein kleiner Junge wirken. Das klappt einfach nicht. Er kann es versuchen, ja. Harpe Kerkeling hat es gemacht und hat damit Erfolg gehabt. Otto Walkes hat damit und hat immer noch Erfolg damit. So, das geht halt. Es geht halt, auch wenn du ein gewisses Alter hast, kannst du zu einem Clown werden. Und mit dieser Clownerie kannst du dann reich werden. Charlie Gribble damals genauso, war auch ein älterer Mann. Charlie Chaplin hatte auch sein Alter. Ja, Buster Keaton hatte sein Alter. Es geht halt doch. Es geht halt doch, nur heute nicht. Heute geht das nicht. Heute geht es nur von 10 bis 40. Dann wirst du plötzlich aus diesem Mythos gerissen. Kannst dir überlegen, sobald du 50, wie kriegst du das in den Griff, das Ganze? Tja, und die erwischt werden in diesem Zyklus, 60, 70, 80 sind, die haben natürlich die A-Karte, ja. Auf Deutsch, es gibt ein Klientel, die wollen dein Vermögen, egal welches. Sie möchten dein Vermögen, ob nur 1 Euro oder unendlich. Und genau das ist das, was momentan passiert. Der angebliche Virus,
ist in Wirklichkeit ein Gedankenvirus, der in dich hinein platziert wird und der oben gärt. Er gärt in deinem Gehirn, weil du dieses nicht siehst. Du merkst aber anhand deiner Intelligenz, anhand deiner Bildung, dass hier was nicht stimmen kann. Ich trage eine Filtertüte vor dem Mund, ja, ich sage jetzt mal, eine Filtertüte vor dem Mund, die nichts filtern kann. Sie kann nichts filtern, aber sie kann den Atem eines anderen Menschen abhalten. Der geht ja schließlich in ihm auf und dann hat er eine nasse Nase etc. pp. Und er könnte sogar dadurch erkranken. Geht, ja, vielleicht, wer weiß. Worauf ich jetzt zum Schluss nochmal verweisen möchte, was ist mit all den Menschen, die nicht erkrankt waren und immer noch gesund sind? Was ist? Du hast in all den Jahren nicht einmal diesen Virus bekommen. Du warst all den Jahren gesund. Und es ist nachgewiesen, dass du gesund bist. So. Jetzt bekommt nur der die Freiheit, der genesen ist und der geimpft ist. Wie geht das? Wie geht das? Also, der Geimpfte bekommt Freiheiten, der genesen ist, bekommt Freiheiten, aber der noch nie erkrankt ist, der also gesund ist, im Nachweis, was ist eigentlich mit der Person? Schon mal drüber nachgedacht?